Sodler, moin moin und herzlich willkommen, meine lieben Mars-Touristen, zu einer neuen Folge Surviving Mars Indoor Buildings DLC. Ja? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe zwischen den Folgen jetzt mal einfach nur ein klitzekleines bisschen weiterlaufen lassen. Wir sehen es schon, hier ist überall Gras. Die ersten Büsche kommen jetzt auch so ganz, ganz zaghaft langsam hier überall. Man sieht es da, klitzekleines bisschen. Ne? Wir haben jetzt 42, 31, 30 und 2,6%. Die Vegetation wird echt am längsten dauern. Was wollen wir heute machen? Zum einen müssen wir mal gucken, ob die Luft hier reicht. Da würde ich gerne noch ein Moxie mehr machen oder zwei, weil ich das als ein bisschen wenig empfinde. Wasser wollte ich auch ausbauen. Das müssen wir hier oben machen. Das heißt, wir brauchen hier lang so einen Drohnen-Hub auf jeden Fall. Eins, zwei. Können dann hier und hier jeweils Wasser abzapfen. 11.000 und 10.000 und später auch noch hier hinten die 13.000. Ne? Das ist so der Plan. Und dann können wir das hier auch anfangen, grün zu machen. So, als allererstes schmeißen wir aber mal unsere offene Farm hier an. So, dass wir gut auch lecker Kräuter hier bekommen zum Essen. Denn wir brauchen was zu essen. Jetzt müssen wir gucken, das Gebäude wurde abgeschaltet. War es? Nein, auf keinen Fall. So, wir müssen natürlich noch Wasser hier dran machen. Ansonsten gibt das nichts, ne? Wo ist es? Da haben wir noch 6 Vaporatoren auf Tasche. So, jetzt haben wir die Rohre dran. Und jetzt müsste der anfangen, hier alles zu bewässern und dort unsere schicken Kräuter anzupflanzen. Das ist gut hier, das sehen wir. Da ist der. Jo. Wie sieht's aus? Die sind echt alle drei kaputt, ne? Wir müssten da schon wieder einen neuen holen. Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf im Moment. Deswegen lassen wir das mal. Das müsste mit Strom angeschlossen werden. Dazu müsste das Ding hier mal gebaut werden. Oh, lasst mal aus. Wir lassen sie erstmal aus, weil wir wollten ja hier oben machen. Ne? Hier. Neue TV-Show. Der Bachelor. Mars Bachelor. Pff, geil, ne? Einfach nur geil. Der Mars Bachelor. Super. Genau das, was die Leute sehen wollen. Anscheinend. So, das heißt, wir können hier einen hinsetzen schon mal. So. Machen wir so. So wird er hingesetzt. Dann können wir den bauen. Da müssen wir Strom dran machen. Der hier müsste dann, ganz knapp vorbei. Wir haben noch einen, den setzen wir dann hier so in die Mitte, würde ich sagen. Und für darüber müssen wir dann später halt noch einen machen. Dann können wir hier wunderbar nochmal Luft oder Wasser hinbauen für unsere Vaporatoren. Die sind jetzt bei 1,4. Das ist gut. Terraforming Boost 31%. Passt auch schon. Gehen wir weg. 54 Nahrung haben wir jetzt noch. Das ist verdammt wenig. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal welche aus dem Weltraumlift, weil so schnell wirst du keine Nahrung hinbekommen mit der Farm da. Das wird dauern. So, sicher ist sicher. Ich habe keine Lust, dass hier Leute verhungern. Das wäre natürlich sehr, sehr blöd. Jip, jip. Stromkabel von hier nach da. We have a delivery on the space elevator. Das ist gut. So, das heißt, die sind an. Jawohl. Die kriegen jetzt erstmal ein Universallager hier neben. So eins. Passt wunderbar. Gefällt mir. Jetzt gehen die echt das Zeug hier sammeln. Nice. So, und die zweite, die kommt jetzt hier so hin, würde ich sagen. So, da kommt die hin. Kriegt direkt eine Kabelverbindung. Shuttle Hubs können wir jetzt gleich auch mal ein paar bauen. Von hier aus. Dück. Dück. So. Wunderbar. Dann können wir vielleicht hier irgendwo noch eine Kuppel hinbauen später. Müssen wir mal gucken. Die sind jetzt auch an. Die kriegen auch ihr Lager. So, dass wir uns schon mal nach hier oben ausbreiten können. Definitiv. Bitteschön. Der Weltraumlift hat Waren gebracht. Maschinenteilefabrik und Druck. Was? Die Maschinenteilefabrik ist leer. Warum? Ach, die muss repariert werden. Dann reparieren wir gerade. Giftiger Regen, das gefällt mir nicht. Unsere schönen, schönen Kräuter hier. Aber wenigstens kriegen wir jetzt überall hier schön, schön. Wunderbar. Büsche, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Neue Anomalie. Wir haben so viele Anomalien, aber wir können die halt nicht erforschen, weil das Ding immer kaputt ist. Mittlerweile brauchen wir auch mehr Gesteinsabfall, als das wir produzieren. Das ist auch gut. Der hier ist bald leer, den können wir dann abreißen. Dann machen wir unsere Beton wirklich nur noch über die beiden hier. Aber das ist kein Problem. Weil das Mohol produziert so viel Abfall. Das ist Wahnsinn.
So, jetzt haben wir hier Strom. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und mal hier was, ne? Große Wassertanks hinmachen. Ich möchte jetzt gerne mal 1, 2, 3. Drei große Wassertanks hier hinmachen. Und hier hinten tun wir Folgendes machen. Und zwar brauchen wir auch mal bald eine zweite Polymerfabrik. Die hält nicht mehr stand. Wir tun 11 produzieren, brauchen 8,5 für die Wartung und 4 so. Das heißt, wir sind schon im Minus. Halten uns nur gerade so. Wo waren sie jetzt? Hier? Nein. Hier vorne waren die, ne? Da sind die Shuttle Hubs, genau. Machen wir mal 1, 2, ja, 3, 4. So, das sollte reichen erstmal. 4 Stück. Die kannst du bauen, weil die brauchen ja auch Treibstoff. Da müssen wir dann auch noch eine bauen, wenn die hier weg ist. Hier haben wir ein Treibstofflager, da sind mittlerweile 400 drin. Also Treibstoff haben wir jede Menge. Wir haben auch noch 220 Leute. Wir haben wie viele freie Wohnplätze? 0. Alles voll. Wir haben sogar Obdachlose. Okay. Okay. Die ist echt voll bis oben hin. Was haben die denn hier? Wollen die irgendwas haben? Nein. Dann, wenn die gebaut sind, die brauchen natürlich Strom. Lassen wir mal die Kuppel unten bauen. So, dass wir da auch hinkommen. Kein Treibstoff für Shuttles. Der kommt gleich. Keine Angst. Kannst mir glauben. Die können den hier oben holen. Und die können ja dann auch schon die Sachen durch die Gegend transportieren. Das geht ja dann schnell. Den können wir eigentlich gerade ein kleines Lager für Treibstoff hier hinmachen. Meteor incoming. Treibstoff. Einfach so. Bitteschön. Die sind nur noch nicht fertig gebaut. Die brauchen wieder Elektronikteile, ne? Da müssen wir auch wieder welche kaufen. 370 Edelmetalle haben wir, das ist gut. Hier. Weltraumlift. Kaufen wir welche. Starten. Hier haben wir übrigens jetzt schon eine Mars-Universität drin. Das heißt, nach und nach werden die Leute ausgebildet, die wir brauchen. Wir könnten hier jetzt mal unsere Elektronikfabrik reinpacken. Und wir könnten hier noch die zweite Polymerfabrik reinpacken. Beziehungsweise hinsetzen. So, dass die da mal ein bisschen arbeiten können. Kann man das schon mal was schöner machen, mit dem Park und so. Der ist hier, nehmen wir mal die ganz kleinen, die können hier drumherum. 1, 2, 3. Dann können wir noch Gassen nehmen. So, so und so, das sieht schön aus. Jui! Super, haben wir das. Wunderbar. Das Lager fertig. Er braucht Strom. Müssen wir gucken, dass wir die alle mit Strom versorgt kriegen. So, und der muss natürlich mit dem Rohr angeschlossen werden hier. So, und dann können wir hier direkt bup, 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 alles upgraden. Die hier auch. Da kannst du nichts upgraden. Steuerung plus links 5 neue Shuttles. So, bei dem hier auch. Nein, musst du bei jedem machen, okay. Das wird teuer werden von Polymeren her und so, aber was kriegen wir schon hin? Kriegen wir schon hin. Hier arbeiten Leute, kannst du anmachen, alles upgraden. Jetzt brauchen wir natürlich wieder viele Leute, ne? Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt mal Folgendes. Und zwar nehmen wir jetzt die intelligenten Apartments, weil die sind genauso gut wie die großen Apartments, aber die bringen mehr Komfort und Co. Deswegen machen wir die mal alle hier rein. So, dann ist das hier die Wohnkuppel und links und rechts können sie essen gehen, spielen, was weiß ich. Ja, da haben wir erstmal genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 24. Also das sind wieder 120, fast 150 neue Wohnplätze. Das sollte erstmal reichen. Der Drohnenhub funktioniert nicht. Welcher? Ach, hier hinten der, ne? Hier hinten der. Genau. Die sind alle da dran. Jetzt fliegen die auch hier rum. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Das wird nicht gebaut, weil du hier nichts hinkriegst. Dazu muss hier erstmal so ein kleines hin. Universallager, ne? Setzen wir mal daneben. So, und dann kannst du das Zeug nämlich dahin bringen. Hier oben wird genau dasselbe sein. Das kannst du so daneben bringen. Die sind da nur alles am Einsammeln.
Die Experten, die brauchen Beton, siehst du? Jetzt liefern die das nämlich hier hin und bauen das überall oben da rein. Und dran und hast du nicht gesehen? Super. Genau das wollte ich. Jawoll. Das geht auch. Wie sieht's mit der Nahrung aus? 189. Ah, aber das wächst halt sehr, sehr schnell, ne? Das ist das Gute. Also ich persönlich mache das eigentlich immer so, nur mit den Kräutern. Das klappt wunderbar. Resources are low. Wunderbar. Wovon haben wir denn wenig? Polymere. Können wir auch noch ein paar kaufen. Da wollen wir nicht hin. Hier ist überall giftiger Regen in den Pfützen. Müssten wir bei Zeiten mal wegmachen. Hier will irgendwie nichts wachsen. Ich weiß auch nicht warum. Sehr komisch. Sehr komisch. Ach, da doch nicht. Ist noch dran. Bam, bam, bam. Forschung. Nein, hier Weltraumlift. So, Polymere haben wir wenig. Und elektronische Geräte haben wir wenig. Ah, dieser Lift ist einfach nur Gold wert. Der ist einfach nur Gold wert. So. Zusammen mit dem Mohol, wo du dann halt ohne Ende exportieren kannst. Sehr schön. Und man kriegt aber auch jetzt durch die Touristen sehr, sehr viel Geld, muss ich sagen. Das ist auch noch eine neue, gute Einnahmequelle. Weltraumlift hat Waren zugestellt. Das ist super. Da können jetzt auch hier die Shuttles helfen. Die freuen sich. Die sind immer noch am Bauen. Die brauchen halt die Polymere. Und jetzt langsam geht der Wuselfaktor los, ne? Durch die ganzen Shuttles. Das ist sehr gut. Jetzt wird das alles da hochgepackt. Da wird gebaut. Da wird gebaut. Wir können hier den einen Wasserextraktor bauen, würde ich sagen. Da ist er. So. Er muss gebaut werden. Wie sieht es jetzt aus mit den Polymeren? Jetzt stellen wir 13 her. Okay. Ist aber nicht viel. Wir haben auch alle gestoppt hier. So. Schon ist alles voll. Da sind zwar die Verkehrten drin, aber das kriegen wir schon hin. Was funktioniert jetzt nicht? Der Drohnenhub und der Elektroladen. Warum? Gestoppte Arbeitsschicht. Nix da. Nix da. So, jetzt stellen wir auch schon mal ein paar Eigen her, ne? Genau. Sehr gut. Ein paar ist gut. Jede Menge. Reicht zwar nicht ganz, ne? 16. Ach doch, jetzt reicht es. Okay, da machen wir auf jeden Fall Platz. Auf jeden Fall Plutz machen wir. Plutz. Die einzigste, die nicht funktioniert jetzt. Sag mal, ist hier eigentlich eingestellt Büsche? Ja. Weil hier so überhaupt nichts kommt. Hier kommt auch kein Gras oder so. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Hier sieht das so toll aus. Aber keine Büsche. Hm, müssen wir gucken. Müssen wir gucken. So, seid ihr fertig hier? Research complete. Ich hoffe es. Fortschrittliche Maßtriebwerke. Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Das ist super. Das ist sehr super. So, Strom hier dran. Einmal so. Das musst du bauen. Ich weiß nicht, warum die immer hier runterröseln. Und dann wieder da hoch. Die haben Langeweile anscheinend. Wir holen hier mal Zeugs raus und schleppen das dann hier hoch. So, den müssen wir mal dann ganz dringend machen. Rohre von hier aus. So. Und dann so. Kriegen wir die hier runter irgendwo? Vorbei? Nee, ne? Doch, kriegen wir. Sehr gut. Dann sind die nämlich da verbunden. Hätten wir es hier eigentlich auch gerade machen können, aber was soll's. Es ist, wie es ist jetzt. So, da muss nur noch das Ding gebaut werden. Da muss Beton rein. Das kriegen wir auch hin. Dann haben wir hier unser Wasser. Sammle minimalen Wasserfluss. Beginne mit der Versorgung des Netzes ab 75. Höhe 3,4. Gespeichert 13,8. Okay. Wir haben noch Plus. Aber wenn die Pumpe hier fertig ist, dann sollte das kein Problem mehr sein. So, wir könnten hier schon mal anfangen mit dem Begrünen. Das heißt, wir gucken mal. Wir machen mal hier einen hin. Wir machen hier einen hin. Wir machen hier einen hin. Hier oben hätte ich gerne einen, direkt daneben, so. Und hier könnten wir auch einen hin machen. Da und hier. So, wenn die alle fertig gebaut sind, wir haben ja noch ein bisschen Saatgut. Haben wir hier, wir verbrauchen 11, wir produzieren 7, okay. Können wir loslegen, da oben. Alles zu begrünen.
Das hier sind Steine oder was? Genau. Keine Büsche, leider. Schade, dauert noch ein bisschen. Alle dreckig hier, ne? Die sind alle dreckig. Mittlerweile 1700 Metall, das ist echt gut. Das ist gut, das ist gut. Freut mich. Ich warte, bis die alle fertig sind hier. Sonst dauert mir das zu lange. Jeden einzeln anzuklicken, das ist doof. Qualität sehr niedrig. Ja, du sollst den Extraktor aber fertig bauen. Warum tut ihr das nicht? Ihr macht alles, ihr baut nur nicht den Extraktor fertig hier. Resources are low. Nahrung ist 140, das passt erstmal, mein Freund. 26, 7, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben schon 230 Leute, ne? 17 freie Arbeitsplätze, so. Resources are low. Hier kannst du auch mal machen. Polymere schon wieder. Resources are low. Warum? Weil wir die überall brauchen. 139, wir könnten echt schon ein zweites machen hier. Wir können hier oben echt ein zweites machen. Das machen wir jetzt auch. Eine offene Farm. So, da kommt eine zweite Farm hin. Fertig. Dann muss das halt immer abgeholt werden vom Shuttle hier. So, und Wasser brauchen wir natürlich auch. Dann können wir hier auch mal was anderes anpflanzen. Wir müssen halt nur gucken, ob das geht oder ob die sagen, nein. Zu wenig. Resources are low. Gib mir den mal. Weltraumlift. Wir brauchen wieder Saatgut. Wir brauchen hier was von. Und wir brauchen hier ein bisschen was von. So. Warten. Schon geil, wie das aussieht, wenn die jetzt hier überall rumfliegen, ne, die Drohnen. Wahrscheinlich geht das alles hier rein, ne. 12, 12, 12, da ist das alles reingegangen, weil wir so viele Drohnen hatten. Yep. Die ist dran, die sind dran. Bis wohin geht der eigentlich? Bis hier hinten hin. Guck mal, hier wird auch nichts grün gemacht. Wir haben... Hier ist sogar doppelt, aber da kommt nichts, warum auch immer. Hier ist alles zehnfach gemacht. Okay, sind jetzt alle fertig? Ich hoffe doch. Die fahren echt nur hin und her. Warum? Macht mal weiter hier. Er wird auch nicht fertig gebaut. Muss ich jetzt ein extra Lager für Beton machen oder was? So, jetzt hat er mal ein zweites hingebracht. Wow. Wahnsinn. Dann sind sie hier dran. Die bauen echt alles vorher. Alles wird gebaut, nur nicht der Wasserextraktor. Schön. Vielen lieben Dank, Drohnen. Vielen lieben Dank. So, das sind die Waren vom Weltraumlift. 4 Aufforstungsfabriken, ja. Der Drohnenhub, okay, das ist unten der. Sind die jetzt alle fertig hier? Sind sie. Die brauchen halt nur Ressourcen. Das heißt auch zeitgleich, so, die. Dann hätten wir gerne Gras und dann hätten wir gerne Büsche. Sollte das überall gleich sein, auch hier unten zum Beispiel. Jo, alles gleich. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Nachher müssten die sich ja eigentlich auch von alleine verteilen und vermehren. Es sieht ja schon sehr gut aus. Das Einzige, was wirklich hinterherhängt, ist die Vegetation. Aber die ist auch echt am schwersten zu erreichen. Die kommt halt als letztes. Jupp. Haben wir hier irgendwie Samen drin? Nein, ne? Wir haben hier nirgendwo Samen. Das heißt, die können die hier nirgendwo abliefern. Wir müssten hier noch ein kleines Lager für Samen machen. Saatgut irgendwo. Sagen wir mal da. Dann können alle dran und das Zeug dahin bringen. Wie viel produzieren wir jetzt? Immer noch 7. Brauchen 12. Was kommt hier rein? Plus 10. Ja, Verschlechterung der Bodenqualität 20. Plus 30. Blätternutzpflanzen minus 10. Ernten 4. Ernten 1. Ernten 7. Weizen können wir noch nicht. Okay. Der kostet 10, der bringt 30. Dann machen wir so. Das heißt, wir machen 40 drauf und der kostet 20. Dann machen wir das mal so. Schön durcheinander. Big Sisters EP1 wurde auf der Erde ausgestrahlt. Geldmittel erhalten 100 Millionen, okay. Giftiger Regen, na toll. Super. 9 Stunden giftiger Regen. Bäh. Oh, guck mal, es ist fertig. Nice.
Verstärkt mal. Das kriegen wir hin. Jetzt können wir nämlich das Wasser hier reinpumpen. Das sollte jetzt auf jeden Fall erhöht werden. So, und dann haben wir nämlich schon 6000 Kapazität, bei der Luft 1050. Und sind überlastet. Welche denn? Hier unten? Ach, das ist wegen dem, ne? Naja, hier wird alles hingeschleppt. Hier wird alles hingeschleppt. So, exportieren wir ein bisschen Edelmetalle und holen uns noch ein paar Polymere, für den Dom da fertig zu bauen. Wir haben gleich wieder die ganzen Geldmittel ausgegeben. Dann kann es nimmer dauern. So. 6 Leute brauchen wir noch, dann haben wir 250 Einwohner. Das wäre super. Was ist hier los? Ach, funktioniert nicht wegen giftigem Regen. Okay. Haben wir den Nahrungsplatz? Jetzt produzieren wir aber mehr, als wir brauchen. Das ist gut. So, hier müssen wir auch gucken. 0,5, 0,6. Da müssen wir gleich noch einen zweiten bauen. Den könnten wir hier hinten irgendwo bauen. Gucken wir mal, ob wir den da hinkriegen. Weil wir verlieren ja auch immer ein bisschen Atmosphäre, ne? So, wo war der denn? Hier irgendwo, da. Wenn wir den hier so hinsetzen, machen wir mal. Kann er von hier immer beliefert werden. Dass sie sich freuen. Sehr gut. Hier wird angebaut. Die verteilen alle. So muss das sein. Wasser wird gepumpt. Boah, super. 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 Sutherland. Ein bisschen was ist passiert in der Zwischenzeit nach dem Cut hier. Wir haben die Kuppel hier fertig gebaut. Hier hinten funktioniert jetzt natürlich auch das Drohnenhub. Ne? Es ist jede Menge grün geworden. Wir sammeln fleißig Kräuter hier für die Nahrung. Derer wir jetzt schon 600 haben. Man sieht, es geht jetzt wirklich ratzdifatzdi. Das ist super. Die Saatgutvorräte schwinden noch, aber nur noch ganz, ganz langsam. Hier oben wird es auch immer grüner und hier wird schön angebaut. Das ist super. Wir müssen zusehen, dass wir mal Bäume kriegen. Vielleicht können wir ja schon Bäume kriegen. Da müssen wir mal gucken. Könnten wir schon? Leider noch nicht. Was brauchen wir da? 35% Wasser, 35% Hitze. Haben wir aber so gut wie. Haben wir so gut wie. Also das dauert nicht mehr lang. Wir müssten halt nur erstmal alles vollkriegen mit Flechten. So, dass wir da dann überall das Gras drauf kriegen. Da dann die Büsche und Bäume. Ne? Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Weil der so halt immer nur einen Flickenteppich hier macht. Wie sieht's mit der Forschung aus? Da haben wir auch schon wieder was fertig. Machen wir einfach die nächsten hier rein. Da sind wir bald auch fertig. Das ist gut. Dann können wir einfach nur hier weitermachen. Da fehlt ja auch nicht mehr viel. Dann haben wir die Forschung auch bald dicht. Komplett die voll. Das gefällt mir. Wasser. Wir haben echt wenig Wasser, muss ich sagen. Luft auch nicht so viel. Wir könnten jetzt mal hingehen. Wir haben ja noch 1000 Energie übrig. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier die Luftversorgung hin. Evaporatoren, nein. Ich hätte gerne Moxis. Und zwar so, immer so, dass wir hier ordentlich 2 Reihen hinkriegen. Die dann so dadurch hier einfach schön mit der Rohrleitung alles mit Luft versorgen können. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Die können wir jetzt nämlich einfach so hier durchziehen in der Mitte. Natürlich passt sie hier nicht ganz genau. Dann setzen wir sie so dran. So, dass das ordentlich aussieht. Hier hinten können wir dann noch direkt unsere Sauerstofftanks hinsetzen. So rum. Die setzen wir jetzt mal so hier hin. Ganz, ganz viele. Einfach, damit wir auch jede Menge Sauerstoff gebunkert haben, falls mal irgendwie was kaputt ist oder nichts mehr geht. So, dann sieht das auch ordentlich aus. Da muss nur noch der Strom dran. Dann hätten wir nämlich den Sauerstoff schon mal abgehakt. Bitteschön. Hier kann auch noch so rein. So, dann kriegen die auch. Die müssen wir natürlich alle direkt aufwerten. Ne? Fehlt hier was dazwischen? Ja, Strom fehlt hier. So, der ist noch nicht fertig gebaut. Der wird jetzt gleich fertig gebaut. Und dann sollte das klappen. Jetzt haben wir 25 Luft übrig. Genau, da wird gebaut. Super. Nur der eine hier, der fehlt. Da machen sie jetzt natürlich wieder nicht weiter, ne? Das war wieder klar. Warten wir mal kurz. Der ist übrigens leer jetzt hier. Den können wir Ops schicken. Brauchen wir nicht mehr. Wir sehen, jetzt geht der Gesteinsabfall auch rapid runter. Gott sei Dank. Wir sehen erstmal zu, dass wir hier alles leer kriegen, ja, bevor wir was Neues bauen. Jo.
Die Solarkollektoren könnten man irgendwann auch mal abbauen. Haben sie alle Strom? Der hat jetzt natürlich nichts hier. Warum hat er nichts? Funktioniert nicht wegen eines giftigen Regens. Okay. Deswegen funktioniert er nicht. Alles klar. Die Moxis können direkt alle geupgradet werden. Wir haben ja 400 Polymere jetzt. Das passt auch. 1000 Maschinenteile. 190 elektronische Geräte. Das ist super. Ah, immer noch ein klein bisschen. Ah, schon mal. Okay. Da fehlen noch zwei. Die werden jetzt gebaut. Sehr gut. Wunderbar. Drohnen sind überlastet. Welche denn? Hier oben die. Da sind nicht viele. Ja, hier ist ja auch noch nicht viel los, ne? Hier ist noch nicht viel los. Das muss man sagen. Hier übrigens noch ein Lager, weil das Ding hier auch Steinabfälle produziert. Wassererzeugung 0. Also, da saugen wir wirklich nur was ab, wenn wir was brauchen. Da sind wir im Moment noch mit 14 im Plus. Das passt. 63 Luft im Überschuss jetzt. Das ist super. 2700. Ich hätte hier gerne mal größere Sauerstofftanks. Haben wir da was? Ich denke mal, wenn überhaupt... Ah, hier. Airtank. Okay, Airtank, Watertank. Extra Large Watertank. Müssen wir gucken, dass wir da noch ein paar größere hinbauen dann. Aber jetzt nicht. So, das heißt, die produzieren... Bix ist das EP3, alles klar. Ja, die ganzen Aufforstungsfabriken funktionieren nicht. Müssen auch mal zusehen, dass wir dann den giftigen Regen wegkriegen. So, dass alles hier weiter funktioniert und nicht immer Pause ist wegen dem scheiß giftigen Regen. Das nervt. Noch 3 Stunden. Die funktionieren, die hier funktionieren. Alles funktioniert soweit. Das ist ganz gut. So, 51, dann haben sie irgendwas geerntet. Okay. Das geht weg, das geht weg. Gefällt mir. Haben wir eigentlich ein Lager für die elektronischen Teile hier? Glaube nicht, ne? Oder? Das ist Beton. Das ist Treibstoff, das ist Lebensmittel. Hier oben, das ist Edelmetalle, das sind normale Metalle. Hier das kleine Zeug. Wo liegen die denn überall? Da, dort. Hier fährt eins durch die Gegend. Nö, wir haben überall nur die kleinen Lager, so nebenher, ne? 70 von 80. Das heißt, wir könnten durchaus hier noch irgendwo was hinbauen. Das will echt nicht grün werden, ne? Das Gras hier ist irgendwie braun. Warum? Was ist da los? Was ist da los? Okay. Gut. Jetzt geht's weiter hier. Passt alles. Super. Hier wird geerntet. Wie sieht der Boden aus? Durchschnittliche Reichweite minus 1%. Höchste 0. Ah ja, da müssen wir noch was dran tun. Da müssen wir noch was dran tun. Aber it wird. So. Von Abtrünnigen gestohlene Ressourcen. 5 Treibstoff. Was? Apropos Treibstoff, das ist auch sehr eng. Da könnten wir hier jetzt auch noch eine hinsetzen. So, dann, bumm, weg damit. Drohnen können es reparieren. Nee, du sollst es ausschlachten. So, dann können wir hier nämlich noch, was hier? Nein, hier war's, ne? Treibstoffraffinerie. Ich hätte gerne eine große Treibstoffraffinerie hier nochmal. Eine zweite. Kriegen wir die nochmal hier irgendwie dran? Eins zu weit. Ne, passt wieder nirgendwo hier, ne? Nirgendwo passt das Ding. Nope. Wo könnten wir sie machen? So. Setzen wir sie mal so hin. Dann braucht er hier noch Strom. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen. So, der sollte jetzt auch Strom haben hier. Bau das mal fertig. Dann haben wir nämlich schon wieder eine dritte Treibstoffraffinerie sogar. Wir könnten eigentlich mal auch unsere Rakete wiederholen, ne? Die fliegt ja hier rum. So, Frachtrakete. Bennu 1, die haben wir ja. Was könnten wir denn holen? Wir könnten noch ein bisschen Saatgut mitnehmen. So, und dann könnten wir das Ding bis oben hin voll Drohnen machen. Würde ich sagen. So, und starten das mal. Dann ist die nämlich wieder bei uns. Und dann können wir damit auch ein paar Aufträge machen, wenn sie wieder hier ist. So, ist der fertig? Nein, noch nicht. Schade. Schade. Ach, guck mal hier, der Krater wird auch schon grün mit Gras. Das gefällt mir. Es wäre ganz cool, wenn man den hier vorlaufen lassen könnte als See. Das wäre geil. Das würde ich feiern.
Hier, wieder alles giftig. Ich weiß nicht, wo die hier rumfahren. Wo fährt der Kollege hin? Weiß kein Mensch. Ich glaube, die wollen hier runter oder so irgendwas holen. Ich weiß nicht, warum die immer hier in die Ecke fahren. Guck mal, da unten liegt was oder was. Machen die das weg? Tatsache, die machen das weg hier. Okay. Alles klar. Dann wissen wir ja, warum sie da hinfahren. Gut. So, die läuft. Die sollte jetzt laufen. Kann auch geupgradet werden. Ansonsten 20. Jawohl. Wasser nur noch 3 jetzt. Da müssen wir auch dringendst noch was tun. Aber ansonsten sieht's gut aus. Hier kann jetzt noch Zeugs rein. Touristen haben wir im Moment keine. Alles aufgewertet hier. Wunderbar, es läuft. Hier oben haben wir jetzt unsere Wasserproduktion angeworfen. Die dann auch jetzt bald pumpen müsste. Die springt ja immer nur an, wenn wir ein Defizit haben. Ne? 1500 passen da rein. Dann müssen wir mal gucken, wie viele in die großen passen. Luftproduktion jetzt aufgebaut und ansonsten fluppt das, würde ich sagen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ansonsten wie immer, ciao mit V.